Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Tobias Loschelders von Digital Insight. Mit ihm sprechen wir über die Grundlagen von Data-Driven Marketing und Conversion-Optimierung. Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie da sind. Danke sehr, das freut mich. Herr Loschelders, Sie sind ja Experte für datengestütztes Marketing. Und da würde mich mal interessieren, für welche Unternehmen macht es denn wirklich Sinn, sich mit den Themen Data-Driven Marketing oder eben auch Conversion-Optimierung überhaupt auseinanderzusetzen? Das ist eigentlich fast jedes Unternehmen, was irgendwas, also zumindest Geld in Online-Werbung steckt. Das kann man schon sagen. Also, denn immer, wenn ich ja Geld investiere, will ich ja eigentlich den größtmöglichen Erfolg haben. Und vor allem möchte ich nicht, dass das irgendwie rausgeschmissenes Geld ist und ich am Ende dann wirklich draufzahle für die Werbung, ohne dass ich da irgendwas ausreichend für bekommen habe. Also ist das gar nicht jetzt für Unternehmen ab einer bestimmten Umsatzzahl, sondern Sie sagen, das kann auch schon etwas für kleinere Unternehmer sein. Ja, absolut. Also es kommt natürlich sehr darauf an, also die Projekte werden dann größer und in einem großen Konzern brauche ich dann im Zweifel ein Team, was das abbildet. Aber grundsätzlich Conversion-Optimierung, also so gewisse Schritte, kann man auch wirklich als Kleinunternehmen schon machen. Ja. Herr Loschelders, wenn wir jetzt mal an Facebook, Google und Co. denken, die animieren ja schon ganz gerne Seitenbetreiber dazu, Werbung zu schalten. Ja, und ein Beitrag ist dann zum Beispiel in wenigen Sekunden beworben oder auch eine Anzeige ist mit ganz wenigen kurzen Klicks erstellt. Da könnte man sich jetzt natürlich fragen, wozu braucht man dann überhaupt noch einen Profi? Ja, stimmt. Es ist tatsächlich so, also die Hürde wird sozusagen immer geringer. Das ist ja erstmal toll, dass die Leute sich wirklich mit solchen Digitalthemen ja leichter beschäftigen können. Weil das hat ja auch nicht jeder Unternehmer oder jeder, der einen Handwerksbetrieb hat, der hat sicher keine Zeit, sich da tagelang Marketing-Seminare anzuschauen. Deswegen so die Grundeinstellung ist erstmal toll. Aber es gibt natürlich viele Details, die es zu berücksichtigen gilt. Also zum Beispiel die Tools, was Sie angesprochen haben, das sind wirklich sehr, sehr runtergebrochene Versionen. Das ist so zum Start und für so einen kleinen Test ist das super. Aber gerade wenn ich da mehr Geld investieren will, dann sollte man tatsächlich auch immer die volle Version sozusagen nutzen. Denn da hat man auch noch viel mehr Möglichkeiten. Also zum Beispiel bei Facebook habe ich dann viel mehr Zielgruppen, die ich auswählen kann überhaupt. Und ich kann dann viel mehr Stellschrauben drehen und auch was die Datenerfassung angeht zum Beispiel. Also da kann ich sehr viel mehr drauf einwirken. Ja, wo was wie getrackt wird, kann ich denn mit den Tools so arbeiten, dass wirklich die relevanten Daten erfasst werden, die mich dann auch irgendwie operativ in meinem Tagesgeschäft weiterbringen. Genau, und das ist, glaube ich, das, ja, weil wir sozusagen sowohl die Marketingperspektive als auch eben diese Datenperspektive zusammenbringen. Ja, das ist so das, warum man, glaube ich, dann uns anfragt. Also da sind doch noch weitaus mehr Möglichkeiten, um die Ergebnisse zu optimieren, als man vielleicht als Laie vorab überhaupt denkt. Wie groß sind denn die Unterschiede der Ergebnisse, wenn man mal an die ganz professionell optimierten Kampagnen denkt und die Kampagnen, die nebenbei mal so erstellt worden sind? Ja, also da habe ich wirklich schon alles erlebt. Also wir haben Kampagnen gesehen, alte Kampagnen von Kunden gesehen, die hatten Conversion Rates von über 100%. Und in dem Beispiel hätte das bedeutet, dass wirklich jeder Nutzer, der die Webseite gesehen hat, sich mehrfach zu einem Studiengang angemeldet hätte, was ja schon sehr, sehr merkwürdig ist letztlich. Und das lag einfach daran, dass das Thema Conversion Tracking nicht berücksichtigt wurde oder nicht richtig gemacht wurde, sage ich mal. Also im Prinzip eine Kleinigkeit, die dann dazu führt, dass eigentlich die kompletten Daten der ganzen Kampagne eigentlich Quatsch waren. Und ja, in diesem Beispiel am Ende des Tages, die wussten gar nicht, ob das jetzt rausgeschmissenes Geld war oder nicht. Die Anmeldezahlen für den Infoabend, da ging es ja damals drum, die waren gut, aber man wusste jetzt nicht, waren das jetzt die Flyer im Foyer, war das jetzt die Facebook-Kampagne, war das der Xing-Post damals? Also den Erfolg konnte man damit gar nicht sozusagen rechnen oder absehen, wo kam der überhaupt her, und deswegen macht es dann doch Sinn, sich vom Profi beraten zu lassen. Was ich ja ganz schön finde, dass Sie sich nicht nur über Aufträge freuen, sondern auch über gut informierte Kunden.
Und deswegen haben Sie nämlich einen Online-Kurs entwickelt, bei dem man wirklich systematisch die Grundlagen von Data-Driven Marketing und auch von Conversion-Optimierung erlernen kann. Was sind denn hier die Kursinhalte? Ja, vielleicht eingangs ganz kurz. Also wir haben das wirklich immer wieder gemerkt, dass wir so dieselben Themen auch eigentlich vermitteln in der Arbeit, wirklich ganz praktisch. Und auch in meinem Lehrauftrag an der Hochschule, da ging es halt auch immer um sowas. Weil ehrlich gesagt, mir fehlte das im Studium vollständig damals, natürlich ein bisschen her, aber da gab es auch schon iPhones zu der Zeit und Online-Marketing hatte ich, glaube ich, eine halbe Stunde im Studium. Also da gibt es, glaube ich, einfach viel Nachholbedarf tatsächlich in unserem Bereich. Es gibt auch verschiedene Studien, wo Deutschland, was digitale Skills angeht, wirklich gar nicht gut wegkommt. Da sind wir irgendwie auf Platz, weiß ich nicht, 50 von 60 Ländern. Das fand ich schon alarmierend. Mhm. Genau, ja, aber um auf Ihre Frage zu antworten. Wir versuchen da wirklich so kondensiert es geht, ohne unnötige Theorie, das reinzubringen, was wirklich wichtig ist für die Praxis. Also was ein Marketingmanager braucht, was vielleicht auch ein Brandmanager braucht, vielleicht ein Online-Redakteur. Und da versuchen wir wirklich, ja, all die Themen, die wir hier auch im Interview besprechen, dass die alle eben stattfinden. Also dass ich weiß, wie kann ich ein Kampagnen-Tracking aufsetzen? Was sind so typische Fallstricke in der Praxis? Also so, wenn man das macht, da gibt es so ein, zwei Sachen, wenn was schief geht, dann ist es immer das. Also sowas lernt man eben auch in unserem Kurs. Ja, wie funktioniert AB-Testing? Wie setze ich das auf? Wie komme ich auf Ideen? Wie setze ich Personalisierung um auf Webseiten? Das ist auch nochmal ein ganz toller Hebel für die Conversion-Optimierung tatsächlich, weil auch da geht es ja darum, einfach Relevanz für die Personen zu erzeugen. Genau, und ja, überhaupt dieses Datenthema, also wie gehe ich mit Daten um, wie kann ich die so zusammenbringen, dass ich daraus lernen kann. Ja, und das führt halt zu so ganz spannenden Sachen, neben Personalisierung zum Beispiel, wie auch Customer Data Platforms, also das geht so in so eine Richtung, wo eher größere Unternehmen dann wirklich eigene Kundendatenbanken aufbauen und die Daten aus allen Kanälen zusammensammeln, um da eben wirklich nochmal ganz spannende Profile der Nutzer daraus zu erstellen. Aber es ist schon leicht verständlich und leicht umsetzbar erklärt, so wie ich das heraushöre. Ja, das war uns tatsächlich ganz wichtig, dass das so leicht wie möglich eben ist, also und so wenig technisch wie möglich. Was mich noch interessieren würde, ist, wie viel Zeit sollten denn die Teilnehmer einplanen und was kostet der Kurs? Also es ist tatsächlich so insgesamt liegen wir so bei ungefähr so 16 bis 20 Stunden. Davon sind so knapp 9 Stunden Videomaterial. Uns war es aber sehr wichtig, wirklich, ja, nicht, dass man 1,5 Stunden am Stück so lange Blöcke guckt, weil ich kenne das selber, also selbst so ein 40-Minuten-Webinar, da sinkt meine Aufmerksamkeit schon immer sehr, muss ich zugeben. Deswegen gibt es viele Übungen und immer auch zwischendurch. Also es gibt immer so ein Videohäppchen und dann gibt es noch verschiedene interaktive Übungen dazwischen. Genau, und je nachdem, ob man dann noch die empfohlenen Artikel liest, die da noch bei sind, oder die verlinkten Podcasts oder so, da kann man dann durchaus schon mal 20 Stunden damit verbringen. Das ist ja eine ganz überschaubare Zeit, wie ein 2-Tages-Seminar zum Beispiel. Genau, ja. Und was darf ich dafür bezahlen? Also momentan können wir tatsächlich 489 € anbieten. Also sozusagen das Material von 2,5 Seminartagen, ja, so zum Preis, was vielleicht einen Seminartag vor Ort kosten würde. Ja, das ist ja sehr überschaubar und man kann es immer wieder wiederholen. Genau, ganz wiederholen würde ich auch gerne eintreffen mit Ihnen bei uns beim Business Talk am KUDAM. Sag für heute aber erstmal vielen Dank. Vielen Dank, immer gerne.